Die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel wurde heute kurz nach 12 Uhr zu einem Feuer alarmiert im Rossegger Weg. Aus einem Dreiparteienhaus kam Rauch aus einem Fenster. Das war die erste Alarmierung. Wie sich dann später herausstellte, mit dem ersteintreffenden Feuerwehrfahrzeug handelte es sich um einen Dachschulbrand, der auf einer Dachhälfte war. Der eintreffende Einsatzleiter fand einen Teil des Daches brennend vor. In Schweren kam noch hinzu, dass dort eine Solarthermie und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach war. Das ist ja für die Feuerwehr schon mal eine besondere Herausforderung, weil das eben nicht stromlos machbar ist und für die Einsatzkräfte eine besondere Gefahr darstellt. Also in dem Fall ist es ja auch das Betreten des Daches relativ schwierig, wenn es brennt, und es wird ja aus sicherem Abstand gelöscht. Also sowohl von der Drehleiter wurde gelöscht, von zwei Drehleitern, es kam ja noch eine zweite dazu aus Braunschweig, und mit weiteren Strahlrohren im Außenbereich und Atemschutzgeräteträger im Inneren. Genau, im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel, da wurden also sämtliche verfügbaren Kräfte alarmiert tagsüber. Sowohl die Ortsfeuerwehr Linn und die Ortsfeuerwehr Großstöckheim aus der Stadt Wolfenbüttel und dann eben die Berufsfeuerwehr Braunschweig mit einer zweiten Drehleiter. Ein Teil des Hauses, also man muss sich so vorstellen, das sind so quasi drei ineinanderliegende Gebäudeteile, ist also ausgebrannt, der gesamte Dachstuhlbereich, dadurch das Wasser eben im unteren Bereich ins Haus gelaufen, das ist also nicht mehr bewohnbar. Glücklicherweise hat es nicht auf die anderen beiden Häuserteile übergegriffen, also das heißt auch nicht im Dachstuhlbereich, das wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert, und von daher haben die Nachbarn noch wirklich nochmal Glück gehabt. Ja. Ich drücke es mal so aus, umfangreiche Nachlöscharbeiten, so im Feuerwehrdeutsch. Es wird noch mehrere Stunden dauern vermutlich, denn es muss jetzt erstmal versucht werden, in das Gebäude zu kommen. Man muss auch gucken, wie der Dachstuhl hält, die Traglast des Dachstuhls aufgrund dieser Solar- und Photovoltaikanlage. Man muss eben sehen, was wird mit der Photovoltaikanlage gemacht, dass da letztlich gar keine Spannung mehr drauf ist, wie man sich jetzt hier weiter verhält vor Ort.